Mittagszeit am Karlsruher Marktplatz. Die Radler in ihren leuchtend gelben Trikots sind um 13 Uhr angekommen und dürfen es sich jetzt nach einem offiziellen Empfang so richtig schmecken lassen. An jedem Tag radeln die zum Teil prominenten Teilnehmer 120 Kilometer im Großraum Karlsruhe. Anfangspunkt ist dabei immer Pforzheim. Christiane Eichenhofer, die Gründerin der Stiftung, erkrankte selbst als 5-Jährige an Leukämie. Die dreitägige Tour ist eine Benefizveranstaltung zugunsten schwerkranker Kinder. An den beiden ersten Tagen konnte die Stiftung bereits 40.000 Mark sammeln. Die Motivation der Teilnehmer, durch eigenes Engagement das Leiden kranker Kinder lindern. Der Kontakt zu den prominenten Mitradlern ist eigentlich sehr gut. Die haben keine Allüren, sind keine Stars in dem Sinne, dass sie sich irgendwie rauszuheben oder so. Sie integrieren sich in die Gruppe, es macht riesen Spaß, mit den Leuten zu fahren. Nächster Stopp nach der Pause ist die Kinderklinik Karlsruhe. Danach geht es weiter ins Walsbachtal.